Servus, grüß dich und herzlich willkommen im LS17 auf der Klingenbach mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und schaust, wie es hier schon langsam aber sicher vorwärts geht. Ich habe jetzt gar nicht mehr viel gemacht zwischen der letzten Folge. Was ich gemacht habe, ist, ich habe hier den Streifen hier noch schnell gedüngt, der noch nicht gedüngt war. Das war aber alles. Und dann ist mir aufgefallen, du hast es ja gerade selber gesehen, ich war im Tiermenü. Die Tiere brauchen mal wieder ein bisschen Zuneigung, Pflege, Liebe. Und das geben wir ihnen jetzt mal, ne? Wir müssen das ja schließlich noch machen. Ich denke, dann morgen dürfte dann auch die Wiese soweit sein, dass wir nochmal mähen können. Das heißt, ich müsste die andere fast nochmal striegeln, die 9er Wiese, also die bei Feld 9 ist. Aber jetzt kriegen die Tiere erstmal ein bisschen Gras und so ein Zeug, ne? Oder besser gesagt Heu. Damit wir hier mal das lose Zeug loswerden. So. Als erstes die Mukus. Und dann die Schäfchen. Oh, Kartons sind voll. Cool. Das heißt, wir könnten wieder verkaufen gehen. Naja, jetzt nicht. Aber da ist ein Haufen Geld, was da oben rumliegt. Das holen wir uns dann später ab. Oder ich mache das zwischen den Folgen. Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann. Auf jeden Fall freue ich mich schon drauf, wieder Wiese machen zu können, um den neuen Quaderballen, die Quaderballenpresse und den Wickler auszuprobieren. Den Wickler habe ich gesehen, ist beim Mod-Toster wieder raus, wo ich ihn hier habe, aber es gibt ihn auf Forbidden Mods. Und deswegen, ja, gehe mal davon aus, dass der doch schon passt. Wir werden ihn testen, demnächst, wahrscheinlich in der nächsten Folge. So, hier kriegt sie ein bisschen Heu. Echt, mehr wollt ihr gar nicht? Och, ihr seid ja bescheiden. Silage brauchen es auch noch. Okay. Na gut, dann. Mach mal doch das. Dann kriegen sie zum Abschluss des Abends oder des Tages kriegen sie jetzt ihr Fresschen noch. Damit sie sich gut fühlen, wohlfühlen. Nicht so rasen, ne? Nee. Ja, die schreien auch schon, ich habe sie gehört. Wir holen jetzt nochmal Nachschlag. Ja, fahren wir aber von der anderen Seite rein. Holen wir mal einen Nachschlag für die und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so brauchen. Die Kühe brauchen noch Stroh, habe ich glaube ich gesehen. Ne? Aber eins nach dem anderen. Also die werden sicher mehr als 262 brauchen. Ich weiß nicht wie viel. Werden wir sehen. Und dann machen wir nochmal viel, viel Grünfutter für die Winterzeit. Das ist angenehm, dass der Stein hier weg ist, gell? Wahnsinn. Endlich kann man vernünftig herfahren. Da schaut Schäfchen, kriegt's ein bisschen. Aha. Hat ja doch gereicht wahrscheinlich. Hm. Ja, den Rest können wir jetzt gut bringen, ist ja nicht so schlimm. So, da la. Dann hauen wir den Kühen noch ein Stroh rein. Oder? Nee, Stroh brauchen die tatsächlich keins, nur Silage. Okay. Halt. Silage. Ach, das machen wir uns einfacher. Oh ja, wo fahre ich denn hin? Wir holen den kleinen Roten hier. Und stellen uns mal kurz unter das Förderband. Ich glaube, das ist einfacher. Ups. Dann sind die Tiere auch wieder glücklich. Und so weißt du, glückliche Tiere, glücklicher Bauer, ne? Genau. So, da la. Treffe ich da jetzt auch? Mein Gott, ist der laut in der Außenansicht.
Theoretisch. Warum tust du nicht? Du Förderband, du komisches. Muss ich dich erst anschalten. Motor starten, tatsächlich. Und jetzt? Förderband anschalten. Genau. Alles klar. Ach, das ist so schön einfach mit dem Förderband. Das ist so toll. Ich glaube, das könnte schon fast reichen, gell? Ach, den Rest, den bringen wir dann wieder zurück. Was soll's denn? So, na komm. Das wackelt wieder rum, du. Da muss ich auch noch ein bisschen aufräumen, habe ich so das Gefühl. Das mache ich auch mal so zwischendurch. Ich glaube, das reicht. Oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Jetzt ist fertig, okay. Und Wasser. Oder Wasser brauchen wir auch noch. Wasser. Wasser können sie beide brauchen, ja. So, dann kriegt ihr noch euer Wässerchen. Aber erstmal gibt es Silage. Nee, Mischfutter ist das. Ach so, das ist Mischfutter. Ja gut, brauchen sie auch. Und Silage brauchen sie, die brauchen beides. Ja. Da ist krass wieder nicht aufgepasst, ne? Hätte ich mich wieder gewundert. Ich wundere mich sowieso. Eigentlich nie über irgendwas. Oh, bitte. Ernsthaft jetzt? Hä? Gut. Da müssen wir wohl ein bisschen anders reinfahren, ha? Habe ich so das Gefühl. Gott. So. Jetzt machen wir das nochmal ein bisschen anständiger, das Ganze, gell? Ja. So. Kommen wir rum ums Eck? Ja, so kommen wir rum. Gut. Große Frage. Nachfrage bei Brennstoffanker für Hackschnitzel. Das ist schön. Ich habe keine Hackschnitzel. Na, ziehst du immer noch rum? Falsche Richtung. Ah. Echt, passt da so viel rein? Okay, Wahnsinn. Wer hätte es gedacht? Aber dass die noch keinen Stroh brauchen, wundert mich, da liegt so wenig Stroh drin. Irgendwie. Ja, schade, dass die Schafe keine Mischfutter brauchen. Hätten wir es noch hinbringen können? Nee, passt schon. Was wollen denn die damit? Warte mal. Dann holen wir noch ein bisschen Silage ab hier. Liegt da genug rum? Jetzt ist aber wenig hier, was du da holst. Hallo? Oh Witz. Was ist denn da los? Okay, so kann man keine Silage abholen, ne? Ja, ich sehe es ein. Gradstellen vielleicht, ha? Gradstellen wäre noch eine Idee. Und jetzt halt aufnehmen, oder? Ja, siehst doch. Kaum machst du das richtig, klappt's auch mit dem Nachbarn. So. Ja, Tiere pflegen. Immer wieder schön. Vielleicht schalte ich auch irgendwann das Ding wieder an, dass sie Schmutz machen dürfen.
Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Wenn, dann muss er bei den kleinen Lele sich besorgen. Das können wir uns ja momentan noch nicht wirklich leisten. Nanu? Nanu? Okay, braucht doch keine Silage. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Zählt die Mischfutterration doch dann auch für Silage mit? Das war doch vorher leerer. Sehr strange. Na gut, was soll's. Dann war die schon wieder umsonst. Macht nix. Schmeißen wir es wieder drauf. Ist doch egal, oder? Genau. So. Dann bringen wir das Mischfutter noch schnell weg und dann holen wir das Wasserfass und dann kriegen die noch Wässerchen und dann können wir hoffentlich den Tag vorspulen. Habe ich nicht dem Anschein den Riesentipp gegeben, bei Seasons Mod musst du immer mindestens auf 5 laufen lassen. Ja, was mache ich? Ich habe so oft einfach auf 1 gehabt. Es ist tatsächlich immer noch so, ich bin manchmal noch nicht ganz drin im Season Mod, ne? Komischerweise, gerade wenn es so um Säen geht und so, dann gehe ich auf 1 runter, das absoluter Quatsch ist. Weil der Season Mod, der passt schon auf, dass nichts passiert, würde ich mal behaupten. Also davon, ups, gehe ich einfach mal aus, dass der das tut. So, schauen wir mal, wie das da hinten... Ja, so nicht. So nicht. So, so schaut schon ein bisschen besser aus. Komm ein bisschen rüber. Gerade stellen. Noch ein bisschen. Oh, okay. Und Abkippseite wählen ist mit Q. Gerne hinten. Ach so, und dann muss ich sagen, hier abladen, oder? Das war jetzt... Nein. So. Das ist denn der 23, der da? Ja. Alles klar, dann hauen wir die da wieder rein. Ist gut, du kannst wieder... Nee. Okay. Ach, den könnte man mal da stehen lassen. So, das Wasserfass hatte ich da hinten noch stehen, genau. Speicherruckler. Nix Schlimms. So, dann, du bist noch nicht voll, gell? Das habe ich das letzte Mal irgendwie nicht auf die Reihe gebracht. Dann mal schauen, ob man es kommt. Na? Hm. Das geht schon wieder nicht. Das geht immer nur... Jetzt hat. Das geht immer nur, wenn man schon fast ganz drin steht. Oh Mann. So, Wasser. Na, come on, Baby. Sollte halt eigentlich schon fast reichen, aber komm, wir machen es ganz voll, dann haben wir es wieder. Was mir noch einfällt, irgendwann müssen wir mal was mit unserer Milch machen. Da haben wir doch auch schon einiges an Milch, oder? 4700 Liter? Könnte mehr sein, ja. Fahren wir hinten rum, ha? Und dann hoffe ich, dass morgen endlich die Wiese fertig ist zum Mähen, dass wir nochmal mähen können. Ein kleiner Silagehaufen. Finde ich jedes Mal wieder lustig. Zup. So.
So. Dann kriegen die noch schnell Wasser und die Schafe auch und dann sind sie alle glücklich und versorgt. Und dann passt es schon. Echt, das reicht schon wieder. Wahnsinn. Wasser brauchen die nicht viel. Alles grün, sehr gut. Und wenn hier die Kühe nicht rumlaufen, wenn man die in den Stall sperren könnte, dann würde ich ja echt die Weide mähen. Aber so, wenn die hier mal rumlaufen sind, mag ich das nicht. So. Ups. Daneben köpft. Nee, das heißt ein ungutes Gefühl, wenn die Kühe da rumlaufen und du bist da mit dem Mähwerk unterwegs. Das muss nicht sein. Also werden wir die Weide nicht mehr. Es wäre schon lustig, wenn wir die irgendwie in den Kuhstall sperren könnten, zeitweise. Einfach damit man mal die Weide pflegt. Na, das hätte was. Das gleiche hier bei den Schafen. Gut, die haben einen offenen Stall, also einen komplett offenen. Aber trotzdem ist das schon vieles Gras, was man theoretisch mähen könnte. Falsche Seite, oder? Jetzt mal wieder. Mäh, was seid ihr eigentlich so laut, ihr Schafe? Schreit ihr denn so rum? Ha? Was gibt's denn da zum Schreien? Jetzt hat. Wahnsinn. Auch schon wieder voll. Na gut. So, dann hätten wir die Viecherlis versorgt, oder? Ich habe die Kühe haben Wasser, die Schafe haben Wasser, alle haben sie Heu, sind glücklich und zufrieden. Dann parken wir unseren Hänger weg und dann war es das für den Tag. Ja. Rückwärts fahren. Ich habe das Gefühl, ich bleib gleich mit der... Nein, doch nicht. Ich meinte, ich bleib hängen mit der vorne, mit dem Traktor. So, aber trotzdem schnell hier das Tor zu. Nicht, dass die Damen und Herren hier davonlaufen. Ja, das ist gefährlich. Ah ja, dann habe ich mir noch einen Mod reingeholt. Genau, der besagt, dass ich immer Indoor im Wagen lande. Also egal wo. Indoor-Kamera, nicht Outdoor-Kamera. Der ist mir gerade über den Weg gelaufen vorher. Wo ich noch ein bisschen rumgeguckt habe. So, jetzt hat das Ding noch auf die Seite. Und irgendwann möchte ich noch einen anderen Traktor für so Hofarbeiten, wenn ich ehrlich bin. Einen, der übersichtlicher ist. Aber da muss ich erst noch gucken. Da brauchen wir erst noch Geld. So. Halt, die Tiere, alle glücklich, sehr schön. Und wir können mal die Zeit noch ein bisschen schneller laufen lassen. Lass uns mal schnell zur Wiese gucken. Und ich glaube aber, wir können morgen mähen, bin mir ziemlich sicher. Den Wobster geholt. Und... Er ist bei 67% noch. Ich hoffe, dass das jetzt dann fertig wird. Komm, beschleunige mal ein bisschen mehr hier. Ich will es auf den nächsten Tag springen, noch schnell, damit wir das sehen, noch in der Folge, ob wir dann mähen können oder nicht. Sonst muss ich mir was anderes überlegen. Es kommt hin. Mein Gott. Wir haben unser Tagwerk vollbracht. Definitiv. Schau, die Schafe sind bei 80%. Ich bin mal gespannt, wann die Wolle fertig wird. Nie, denke ich. Zum nächsten Morgen vorspulen. Aber erstmal gehen wir hier mit der Zeit wieder runter auf 5.
Und jetzt sagen wir Alt links V. Ach komm, wir stehen nicht um 5.42 Uhr auf, wir stehen am Morgen auf um 6 Uhr, das reicht dicke. So, und? Immer noch 67. Ah, Mann. Ja, dumm das. Dann muss ich mir überlegen, was mache ich denn jetzt dann in der Folge, in der nächsten. Was haben wir, die Tiere verarztet? Das ist auch gut. Die Kartons müssen verkauft werden. Und ich warte dringend drauf, dass jetzt endlich das Gras fertig wird. Wir könnten mal kurz gucken, das andere Gras wird auch nicht schneller fertig sein, deswegen. Na, das ist blöd. Halt. Da wollte ich klickern. Lass uns mal das Feld hier schnell besuchen. Wo ist jetzt da unsere Wiese? Da ist unsere Wiese. Ne, die schaut auch nicht fertig aus. Auch 67%. Ja, Deifi, Deifi. Na, ich lasse es mal ein bisschen laufen noch. Überleg mir zwischen dir in der nächsten Folge, was für ein Quatsch ich jetzt dann machen könnte. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vielleicht hocke ich mir einfach ins Wirtshaus. Das wäre auch mal Idee, meinen ganzen Tag nur ins Wirtshaus. Was habt ihr denn da? Ach, eine Schlauchtrommel. Cool. Hier ins Wirtshaus. Hallo. Hello. Guten Tag. Wir waren hier noch nie. Ich war hier noch nie. Ach, schön. Biergarten. Zensi, Zensi, gerne einen Kaffee bitte. Danke. Hi. Hi. Christi. Nice to meet you. Ich könnte mal in die Kirche gehen für besseres, weiß ich was, beten. Nee. Okay, also wie gesagt, ich lasse mal ein bisschen laufen. Vielleicht wird die Wiese ja fertig. Jetzt dann gleich sofort mit ein bisschen Glück. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann muss ich mir echt überlegen, was machen wir denn jetzt dann in der nächsten Folge? Ich bin momentan noch ein bisschen planlos. Ich wollte jetzt Wiese machen. Und ja, weißt ja, wie es ist. Wenn dann irgendwie du denkst dir was aus und dann funktioniert es nicht, ist es erstmal blöd. Vor allen Dingen, weil morgen ist Herbstanfang und dann ist... Ich hab's anfangen, kann man aber auch noch Wiese machen, ne? Gras, ja, ja, das können wir bis weiter hinten rein machen noch, okay. Also bis daher. Aber es fängt an zu regnen, das ist das nächste Blöde. Wir sind im... Ah ne, wir haben noch einen Tag. Morgen ist ja auch noch ein kompletter Tag, genau. Und dann ist Freitag und dann ist Herbst und dann können wir ernten. Also den dann können wir Zuckerrüben ernten, genau. Das heißt, zu dem Zeitpunkt fangen wir dann an, wieder richtig lustig Sachen zu machen. Und bis dahin sitzen wir erstmal noch ein bisschen rum und warten auf die Wiese. Alles klar. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich nur das Beste. Mach's gut, gell? Ciao, ciao und Servus.